Der österreichische Rechtsextremist Herbert F. ist wieder in Freiheit. In der katarischen Hauptstadt Doha steigt der 84-Jährige aus einem Flugzeug. Er wird von katarischen Beamten und einem Sonderbeauftragten des österreichischen Bundeskanzlers empfangen. F. reiste im Frühjahr 2023 trotz einer Reisewarnung nach Afghanistan, um zu beweisen, dass es sich um ein sicheres Land handle und dass Flüchtlinge dorthin abgeschoben werden könnten. Wenig später wurde er in Afghanistan in Haft genommen. Seither bemühte sich die österreichische Regierung um seine Freilassung. Während der 9 Monate Haft gelang es den österreichischen Behörden, dem früheren Lehrer unter anderem Medikamente zukommen zu lassen. Fs Freilassung erfolgte nun nach Vermittlung der katarischen Behörden. Das war einfach Pech. Ich würde nochmals nach Afghanistan fahren. Mal sehen, was das Leben noch bringt. Ich bin trotzdem glücklich, hier zu sein. Und ich danke Katar. Die Taliban waren ganz nette Leute, aber es gab da eben auch dumme Menschen. Die normalen Leute wollten mir helfen, aber irgendwie lief das nicht so. So ist das Leben. F. ist in Österreich ein bekannter Rechtsextremist. Er ist unter anderem ein Gründungsmitglied der Nationaldemokratischen Partei, die 1988 verboten wurde. Die österreichische Regierung dankte Katar für die Vermittlungsbemühungen.